Ich habe natürlich von vielen Kollegen ihre Anteilnahme und ihre Solidarität ausgedrückt bekommen, bin dafür auch dankbar, aber ansonsten wissen wir ja auch noch nicht so genau die Hintergründe, wie genau die Tat war. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden. Und dass wir in einer gefährlichen Welt leben, wie immer die Einzelheiten in München sind, ist auch leider keine neue Erfahrung. Wir teilen Erfahrungen, die andere eben auch schon gemacht haben. Ja, nachdem ich von den schrecklichen Ereignissen gehört habe, die einen natürlich sehr betroffen machen, habe ich natürlich darüber nachgedacht, was das bedeutet. Aber ich glaube, die Verantwortlichen im Freistaat Bayern und im Bund tun alles. Und der Finanzminister kann da auch nichts Zusätzliches dazu beitragen. Das Sicherheitskabinett tagt ja morgen, haben wir gelesen. Und der Finanzminister gehört dem Sicherheitskabinett richtigerweise nicht an.